Prinz Harry und Meghan Markle seien bereit, willens und in der Lage, diesen Sommer mit ihren beiden kleinen Kindern nach Großbritannien zurückzukehren, um König Charles den Familienzusammenhalt zu zeigen, heißt es. Laut einer hochrangigen Hollywood-Quelle haben Prinz Harry und Meghan Markle ihre Termine geklärt, in der Hoffnung, dass sein krebskranker Vater ihnen eine Olivenzweig-Einladung zu König Charles und Königin Camilla nach Balmoral zukommen lassen wird. Der kränkelnde Monarch, 75, soll besonders daran interessiert sein, seine in den USA lebenden Enkelkinder kennenzulernen, Prinz Archie, der nächsten Monat 5 Jahre alt wird, und Prinzessin Lilibet, die er nur einmal persönlich getroffen hat und die im Juni 3 Jahre alt wird. Harry selbst wird im September seinen runden 40. Geburtstag feiern, und ein ihm und Meghan nahestehender Unterhaltungsmanager erklärte, sie betrachten diesen Sommer als Dreh- und Angelpunkt für die Wiederherstellung der Beziehungen zu König Charles. Sie sind bereit, willens und in der Lage, nach Balmoral zu fliegen, falls die Einladung kommt, und sie hoffen wirklich, dass dies der Fall ist. Sie unterstützen den König nicht nur in seinem Kampf gegen den Krebs, sondern sind ebenso darauf bedacht wie er, dass ihre Kinder eine schöne Zeit mit ihrem Großvater verbringen. US-Berichte von letzter Woche, dass eine Einladung zum jährlichen Highland Retreat unmittelbar bevorsteht, wurden von einigen königlichen Beobachtern als verfrüht abgetan, die auch glauben, dass es kaum eine Chance auf eine Versöhnung zwischen den Sussexes und Harrys Bruder Prinz William und seiner Schwägerin Prinzessin Kate gibt, die sich nach ihrer Brustkrebsdiagnose ebenfalls einer Chemotherapie unterzieht.